Der Atem des Windes bläst wieder durch die Berge. Hallo Fabian. Hallo Dennis. Hallo Zuschauer. Ach ihr da draußen. wir haben das letzte Mal ein Schrein gemacht und wir sind sozusagen Schreinemakers. Nein, auf Schreinemaker-Witze gehe ich nicht ein. Okay, gut für dich. So, da hinten ist der Vulkan. Also muss es hier quasi nach links sein, um das Bild zu finden. Hier irgendwie so, ne? Geh doch mal ganz knall. Der Enzian! Ja. Ist wirklich Enzian, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kennen wir es. Das ist ein Pfeilchen. Ein Sportpfeilchen. Flieg doch einfach mal runter. Kann es nicht einsammeln. So. Soll ich jetzt hier runtergehen? Ja, aber fliegen. Ja, geht schneller. Versuch's. Irgendwann hören wir das Piepen. Dann wissen wir, Schrein in der Nähe ist. Ist irgendwelcher Kram? Das ist gut, denn. Kram nehmen wir immer, bringt Geld. Geld. Wir brauchen nämlich 3000 für ein geheimes Projekt, was Dennis mir immer noch nicht gesagt hat. Ultrageheim! Geld ist bereit, wenn du Bernstein. Es brauchst. Bringt nicht viel, was? Aber bringt uns etwas. Sie ist wieder aufgeladen. Achso, okay. Sie sagt uns immer alle 24 Minuten, dass wieder aufgeladen ist. Das hat sich nach Zelda gerade angehört und ich war gerade mit der leckeren Lasagne beschäftigt und dachte mir, what? Nee, das war Mifa tatsächlich. Achso, die mieft nämlich. Hallo, kannst du mal die arme Mifa nicht so? Nein. Das ist noch ein Gespenst. Ja, deswegen, was soll sie mir tun? Oh, was ist das? Oh Gott, ist das ein Endgegner? Für mich sieht es aus wie ein großer Stein. Achso, das ist wahrscheinlich so eine Schädelhülle. Hinter dir müsste es sein. Nee, hier oben irgendwo. Flatter, flatter, flatter. Oh Mann, Alter, wo ist denn der jetzt hier? Nee, der ist jetzt da oben irgendwo. Ist garantiert da oben. Nee, hier geht nach links. Ja, aber ich laufe genau jetzt gerade auf ihn zu. Ich hätte trotzdem links. Ist gut, dass du links sagst, aber es bringt nichts, links zu sagen, wenn links nichts ist. Aber da ist link. Aha. Das war so schlimm. Ich weiß. Dass und alle haben mit dir gelitten. Möchte ich nicht kommentieren. Ja, also. Mann, eigentlich wollten wir gar nicht zu dem Schrein hier, aber. Wollten wir nicht? Nein! Was denn dann? Ich habe noch Schreine markiert extra, die ja, wir aber machen die können. Haben wir markiert. Da können wir jederzeit hin. Ja, aber da gehen wir nie hin. Das ist so, wir werden in 5 Folgen da noch nicht gewesen Dennis, sein. Wir haben vor 2 Folgen gesagt, wir haben einen Plan. Warum machst du das jetzt? Weil ich hier rüber wollte. Okay. So. Ist denn jetzt. Da ist er doch. Wo siehst du den Schrein? Na, unter uns. Ich sehe keinen Schrein. Da ist er doch. Ach, da. Also, den habe ich nicht gesehen. Like a pro gamer. So. Next Shrine, man. Next Shrine. Ich sehe schon, das nächste Mal, wenn wir irgendwie zu den Göttinnen beten, können wir uns gleich 2 so eine Dinger holen. Ja. Bei unserem Glück wahrscheinlich 3, weil wir... Oh, ein Schrein. Oh, ein Schrein. Ein Schrein. Oh, ein Schrein. Gemälde, Stahls, geschafft. Ach, das war der. Okay, kriegen wir da jetzt vielleicht einfach direkt unser Ding? Das wäre jetzt wieder so eine typische... Okay, das wäre schon echt hartwillig. Ja, man muss es erstmal finden. Ich meine, wir sind einfach sehr, sehr gut. Wir haben Schreinsensor. Ja, aber vielleicht kommen ja Leute nicht auf die Idee. Vielleicht haben die den Glut... Nein, wir müssen was tun. Wer weiß. Oh, wir müssen was tun. Okay. Feuer. Ganz viel Efeu, Feuer. Gut. Feuer öffnet den Weg. Mhm. Okay. Aha. Mhm. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann halt, müssen halt doch mal einen Pfeil an die Fackel und schieß dann. Mhm. Also ansonsten hätten wir noch einen Feuerstab gehabt, aber... Achso. Wurscht. Ja. Irgendwo hier... Warte mal. Das ist das Größte. Sieht nach Ausgang aus. Ja. Das wird's gewesen sein können. Zünden wir das noch an. Alles anzünden. Just because. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen... Es gibt immer noch extra Truhen, ne? Ja, deswegen. Alles anzünden. Pum. Einsammeln. Yes! Haha, nicht mal... Sprich, sonst brennt er ab. Haha. Brennt er jetzt die ganze Zeit? Keine Ahnung. Er kann sie... Okay. Langsam eigentlich. Oh, Doppelanzündung. So, hier geht's weiter. Mhm.
Da ist der Typ. Okay, das ging doch sehr schnell. Nicht, dass das jetzt auf dich fällt. Ist nicht so mega schlimm gewesen. Ein Herzschaden. Damit bin ich hier. Ah, da ist ein Gang gewesen, das hast du gesehen? Ja, das hab ich gesehen, aber erstmal mach ich alles kaputt. Blauer Rubin 5, Mann! Mm. Oh, geil! Wir sind rich. Rich as fuck. Oh. Haben wir schon mal blaue Rubine gefunden im Spiel? Mein erstes Mal. Guck mal, hier gibt's einen Schlüssel. Vielleicht ist er da versteckt. Unendlich brennende Pfeile. Ich liebe es. Oh, das ist ein großer Schlüssel. Ein Steinspalter. Ein wuchtiges Goronenschwert. Bei den Goronen waren wir auch noch nicht. Das ist wahrscheinlich so ein Hammerersatz. Bade Goronen. Ach, guck mal, da ist noch eine Truhe. Einfach die Truhen abbrennen. Oder und. Boom! Boom! Und boom! Okay. Klingt fantastisch. Wir haben leider immer noch nicht rausgekriegt, wo der Schlüssel ist. Ja, okay. Da ist noch eine Truhe. Wo ist noch eine Truhe? Achso. Da oben meinte ich natürlich. Da oben? Ja. Ich weiß nicht. Kannst du. Zünd einfach den Efeu hier an, rechts. Okay. Dann fällt die Truhe runter. Ich weiß nicht, was wir dadurch gewonnen haben, aber wir können Sachen anzünden. Das stimmt. Da hast du recht. Pfeil nehmen? Genau. Ja. So, und was passiert jetzt? Ah, die geht kaputt. Da liegt der Schlüssel. Ich den... Magnet? Habe ich auch gerade gedacht. Ja, okay. Ist, of course, it's magnetic. Man muss nur... Echt? Unseren ersten Schlüssel kriegen wir durch Magneten? Fuck, Alter. Man muss nur treffen oder gibt's die Gitter nicht? Okay, man kann ihn treffen. God damn it! Na, drüber? Achso, macht Sinn. Stück weit. Das unser erster kleiner Schlüssel. Wir nehmen den jetzt und dann gehen wir gerne ins Festung damit. Aha. Aha, so. Nice. Open this shit. Locker, easy. Also da muss jetzt was richtig Gutes drin sein. Ja, Bernstein. Calling Bernstein. Rhodonit. Dennis, was ist Rhodonit? Ein wertvoller Edelstein, der in Hyrule gefunden wurde. Ja, aber gibt's den wirklich? Nein. Ja. Achso, ich komme auch einfach so hier hoch, oder? Computer sagt nein. Kann nicht. Na gut, dann holen wir uns mal unsere Belohnung. So, vielleicht gibt es hier dann noch einen Schrein. Nein! Aber jetzt bist du ja am Ruder, dann kannst du dann erstmal durch die drei anderen. Ja, jetzt machen wir erstmal die Schreine. Dann überspringen wir den ganzen Mist. Ja. Okay. Zeichen der Bewährung. Wie er sich auflöst, haben wir schon ab und an gesehen. So, schön. Läuft doch. So, eine Schreinfolge. Jetzt kommt die harte Schreinfolge, Mann. Wolltet ihr, kriegt ihr. Wollten sie? Jeder will Schreinfolgen. Ja, okay, das stimmt. Was frage ich überhaupt so doof? Was ist denn mit dem Schrein an den Zwillingsbergen? Ja, hast du den markiert? Ja, ich habe die alle markiert, Fabian. Nee, du hast drei markiert, aber ich weiß nicht, ob das der ist, von dem du mir erzählt hast. Ja. Okay. Of course. Oh, das ist eine Erzart. Nein! Aber Geld, Dennis. Es Stop! Sind, es sind ein paar Meter und dann... Ja, das machen wir ein andermal. Aber teurer Edelstein für die 3000 in... We make it another mal. Ach, Mann. So, jetzt machen wir erstmal den an dem Zwillingsberg. Genau, ich bin nämlich nochmal bei den Zwillingsbergen, wo wir relativ zum Anfang waren, langgelaufen. Und da gab es auch noch einen Schrein, der ähnlich gut versteckt war wie der eine von den beiden Zwillingsbergschreinen. So ein bisschen im Überhang. War der dann vom Berg. Wieder auf der anderen Seite? Das waren quasi so. Der ist auf der Nordseite gewesen. Also der wäre wieder auf der. Ja. Also dass man quasi auf den. Genau, auf der Nordseite war ganz oben der Schrein, dann auf der Südseite war ein bisschen versteckt und auf dann, der. Okay. Ja, also aber auch nicht ganz unten an der Straße, weil da sind wir auch lang gelaufen. Nee, der ist auf halber Höhe ungefähr. Ah. Der ist hier, man muss auf der Straße, da muss man ein Stückchen hochklettern und dann ist da so ein Überhang unter dem Berg. Ja, oder einfach von dem anderen Schrein runter. Kannst du zum anderen kurz hochgucken? Ja, okay. Man sieht den also da war er, oder? Auf der Höhe. Ja, es kann sein. Ja, aber jedenfalls gut versteckt. Gut versteckt. Überspringen. Drei nebeneinander ist halt schon auch ungewöhnlich, deswegen... Denkt man da nicht auch drauf? Nicht, ja. Da kommt jetzt bestimmt Schlamm des Hasses.
Das ist dieses Lila-Zeug. Das heißt, ja, aber das heißt Lila-Zeug. Also das hat Nintendo jetzt falsch übersetzt. Haben die falsch übersetzt. Das ist einfach ein Fehler. Richtig. Ein kleiner Übersetzungsfehler. So. Was haben wir hier? Eine Kampfherausforderung, sag ich. Nein. Nein. Im Takt. Okay, was passiert jetzt hier? Okay. Das ist, wirkt jetzt erstmal nicht so mega schwierig. Ich wette, für die nächsten musst du es hochschleudern. Okay, jetzt... Ja, okay, da kommt eine Plattform rechts. Fach die. Merkt euch diesen Moment, falls ich das nächste Mal runterfalle. Ja, das ist, wir nehmen uns da doch nichts. Also, seien wir doch ehrlich. Aber ich habe mich wenigstens von der Kugel über ein Gitter fallen lassen, um in Lava zu fallen. Beeindruckend fallen, ja, beeindruckend. Das schafft nicht jeder, Dennis. Ach ja, sie kommt wieder. Kommt sie bis ganz rüber? Ja. Gerne. So nehme ich das. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwas alleine machen. Aber wird mir ja alles abgenommen. Richtig. Selbst das Laufen. So, jetzt ist die Frage, ob ich die Kugel mitnehmen muss. Nee, da hinten ist noch eine. Da ist noch eine. Okay. Ah, okay. Muss im richtigen Moment. Ja. Schaut doch gut aus. War doch jetzt gar nicht so schwierig, oder? Stell dich gleich auf die Plattform. Ah, du bist ja smart. Weißt du? Smart ass. Extra für die Leute. You the fucking smart ass. Ja, I fucking smart ass. Was? What? Ich guck nur, ob hier irgendwo wo die Truhe ist. True ist. Da, da hinten ist die True. Okay. Frage ist, wie kommen wir jetzt da? It's true to itself. Okay, warte mal, hier ist noch die... Das ist ja hier voll verwirrend, ey. Okay. So. Okay. Ah, okay, da, die musst du jetzt rüber schleudern. Ja? Und gleich wieder runter. Ja, es war... Okay. Man ist nicht so mega flink, wenn man das macht. Okay. Link ist nicht flink. Jetzt schleichst du, ne? Also mit Schwung und dann im letzten Moment runtergehen. Jetzt. Oh, yes! Like a Nee, aber Dennis, jetzt lass mal überlegen, wie wir an die Truhe da kommen. Na, wenn man das hier hoch macht, dann kommt man da, kann man da hochlaufen. Kannst du da eine Bombe hinlegen? Kann die das runterdrücken? It's a plan. I don't know how good the plan is. Haben wir irgendwas anderes? Hm. Weiß nicht, ob man da irgendeine Waffe oder sowas drauflegen kann. Oder das irgendwie einfrieren kann vielleicht. Nee. Ja, okay. Ja, also guck mal bitte nochmal durchs Inventar, ob wir irgendwas haben. Warte mal. Lass mal die Bombe loswerden. Ja. Ah! Da hinten sind Metallboxen. Da sind Metallboxen. Okay, dann müssen wir nur einmal rüber. 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 So. Ja, dann kannst du sie von hier gleich greifen und rüber. Hoffentlich. Aber, so am Rand müssen wir... Schmeiß die Bombe mal bitte weg. Okay. Du schmeißt die jetzt gleich auf. Nein. Would never do. Denk dran, wenn du es darauf legst, dass die Plattform runtergeht, ne? Ich gehe schon mal so ein bisschen weiter. Kannst du die noch weiter abstoßen? Also nicht, dass sie jetzt runterfällt. Ja. Ich würde sie nicht von so hoch. Kannst du sie weiter nach hinten abstoßen? Ja, ich versuche es ja gerade. Also müssen wir schon an der Seite stehen. Ja, ein bisschen weiter runter. Ja, ich würde ein bisschen weiter vorgehen. Die fällt sonst wieder in den Abgrund. Nice. Läuft. Und da ist jetzt was richtig Geiles drin. Bernstein. Das ist ein richtig schweres Rätsel gewesen. Da ist ein Kletterkopftuch. Yes, Mann! Okay, das hat sich mal richtig gelohnt. Damit haben wir unsere Kletterausrüstung zu zwei Drittel komplettiert. Dennis? Ja. Hoffentlich kommen wir jetzt da wieder ran. Why not? Weil wir tiefer sind? Ja, sonst fahren wir nochmal rüber. Ja, okay. Oder... Nee, man kann leider nicht klettern. Egal. Und Game Over. Tja, alles von vorne. Tut mir leid, Gendon hat die... Kannst du da rüberfliegen? Also an die Schräge. Weil an den Dingern kannst du ja nicht hochklettern. Okay. Nein! Ah, Mann! Dieses blöde Vieh, ey.
Ich mache jetzt was Heroisches. Watch me and hold my beer. Hold my fucking beer. Ja, mein Link ist halt einfach ein Trottel. So. Ja, ich glaube, das ist diesmal nicht dein Link anzusetzen. Oh, doch. So. Weißt du, machen wir uns einfach. Genau. Aber geil. Das Kletterkopf. Das Kopf. Jetzt fehlt noch der Kletterwams oder sowas. Aber was mir jetzt einfällt, ist, dass wir in vielen Schreinen schon einfach gesagt haben, einen Ton brauchen wir nicht. Machen wir später. Ja. Ja. Ich weiß nämlich, das habe ich mir auch angelesen, wie man unterscheiden kann, ob man im Schrein schon alle Schätze eingesammelt hat. Ich weiß. Okay. Das sieht man Zuschauer. Halt. Ja, du kannst es den Zuschauern erklären. Genau. Mach mal die Karte auf. Ist gerade schwierig. Warum? Dennis, das ist ein Knopfdruck. Was kannst du eigentlich? Ja. Ach, stimmt, das kannst du. Schreien. Schreien. Schreien nämlich gerade Schreien. Oh, my brain hurts. My brain hurts. Hast du das Geräusch gehört? Ich glaube, das waren Zuschauer, die abschalten. Ja, das, so hört sich das an. Ja. So, also. Auf der Karte, die Karte, wenn wir an einem Schrein sind, ja. Da ist zum Beispiel jetzt noch eine Truhe drin. Mhm. Geh mal auf den Schrein. Da ist keine Truhe, weil eine Truhe neben der Map ist. Also neben dem Namen. Crazy. Ja, wir könnten jetzt die Truhe da machen oder... Nein, doppelte Erinnerung war scheiße. Viel geileres und machen die beiden... Die Blumensandbank. Den Schrein haben wir schon gemacht. Nee, den haben wir nur markiert. Dann... Na, mach doch den an. Machen wir den jetzt erstmal zuerst. Dann sind die Markierungen erstmal weg. Nein. Löschen. Da. Oder so. Teleport. So, und dann kann Fabian nämlich nächste Folge den Schrein machen. Da hat er auch mal wieder Schrein Spaß gehabt. Hä? Du machst jetzt noch zwei Schreine, Dennis. Ja, aber wir haben 16 Minuten. Was? Wurde er im Zwischendurch angerufen? Ja, ja, stimmt, habe ich vergessen. Und dann habe ich 10 Minuten gesehen und gedacht so, what? What? Und dann ist so, what? Und alle so, what? Oh Gott, es ist so furchtbar. Ja, nächstes Mal gibt es dann den Schrein hier, den Hiro-Hira-Schrein. Ja, und Dennis wird wahrscheinlich noch erzählen, was für eine große, schwere Aufgabe es war, hier durch das Blütenmeer zu gehen. Das war echt scheiße. Das hat ein bisschen genervt. Ja. Da steht so eine alte Oma da hinten. Die da. Die da, genau. Die Olle. Und die sagt, ich habe hier Blumen gepflanzt die letzten 10 Jahre und jetzt sieht das alles voll hübsch aus. Und weh, du lasch auf meine Blumen. Dann kill ich dich. Und dann musst du ein relativ simples Labyrinth, aber sobald du die Blumen auch nur blöd anguckst, wirst du wieder in den Anfang gesetzt. Das heißt, ich musste es 3-mal machen. Das war ein bisschen nervig. Aber das habe ich einmal gesehen, deswegen wusste ich, dass das nicht so einfach war. Ja, es war jetzt auch nicht super schwer, aber es ist schon... Nein, du kannst da eh nicht hin. Also es ist off limits. Nee. Wenn es außer... Doch, da sind Blumen. Du kannst da nicht hin. Wir können ja immer wieder hin teleportieren, ne? Und... Uff, das war knapp. Ja gut, du bist ein... Ja, okay. Doch, da kommt man lang. Oh, oh, hier die... Die Frage ist, was willst du damit? Oh, oh. Das ist eine Mega-Maxi-Hose. Oh. Und dann... Spontane Teleportation. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.